Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. In den USA hörte man bislang wenig empörte Stimmen über die großen Ohren der Geheimdienstler. Heute war das anders. Unsere Tagesthemen. NSA-Ausspähung. Kritiker demonstrieren in Washington. Fahrverbot. Frauen protestieren in Saudi-Arabien. Und Revierderby. Borussia Dortmund siegt auf Schalke. Wenn die Bundeskanzlerin in der Vergangenheit telefonierte, wussten offenbar stets mehr Menschen über die Gespräche Bescheid, als es Merkel lieb war. Wir in Deutschland wissen immerhin jetzt, was Merkel und Obama vorgestern beredeten, als sich die Kanzlerin über das Abhören ihres Handys beschwerte. Und wir stehen verwundert da, denn der US-Präsident gab sich unschuldig. Er habe nichts vom Abhören gewusst. Das scheint sehr wundersam, denn es kam jetzt ebenfalls heraus, das Mobiltelefon von Merkel wird wohl schon seit 10 Jahren abgehört. Das massenhafte Lauschen des US-Geheimdienstes nicht nur bei Politikern empört nun auch Kritiker in den USA. Aus Washington berichtet Stefan Niemann. Stop watching us, hört auf, uns auszuspähen. Gegen die Datensammelwut der NSA formiert sich Widerstand auch in Amerika. Prominente warnen vom Geheimdienst. Jeder kann in das Schleppnetz der NSA geraten. Auch normale, unbescholtene Bürger. Sie marschieren gegen den Überwachungsstaat. Tausende Amerikaner sind dem Aufruf von Bürgerrechtsbewegungen gefolgt, um heute in Washington ihrem Unmut Luft zu machen. Ich denke, das ist außer Kontrolle. Habe selbst mal für einen Geheimdienst gearbeitet. Es gibt keine Aufsicht mehr über das, was die da treiben. Die machen, was sie wollen. Nach der weltweiten Empörung über die Ausspäh- und Abhörprogramme der NSA begehren nun auch US-Bürger auf. Die Regierung dürfe ihre in der Verfassung verbrieften Rechte nicht länger mit Füßen treten. Auch die deutsche Kanzlerin erfährt Solidarität. Wozu muss Ihr persönliches Mobiltelefon abgehört werden? Das ist eine grobe Verletzung des deutschen Grundgesetzes. Merkel hat doch auch Rechte als Bürgerin. Inzwischen verdichten sich Hinweise, dass der amerikanische Geheimdienst NSA schon seit 2002 ein Mobiltelefon Angela Merkels im Visier hat. Barack Obama gerät international zunehmend unter Druck. Seine Beraterin für innere Sicherheit, Lisa Monaco, kündigte in einem Zeitungsartikel eine Überprüfung der Datenbeschaffung an. Man wolle sicherstellen, dass die USA künftig nicht wahllos Informationen sammeln, sondern nur solche, die sie wirklich brauchen. Wehrt euch, skandieren die Demonstranten heute in Washington, fordern ein Ende des Überwachungswahnsinns. Doch sie haben mächtige Gegner. Demokraten wie Republikaner im US-Kongress halten die Geheimdienstaktivitäten Amerikas für unabdingbar im Kampf gegen den internationalen Terror. Tja, wenn das stimmt, Stefan Niemann in Washington, wie glaubwürdig ist denn, dass der Präsident sagt, er habe nichts davon gewusst, dass Merkels Telefon abgehört wird? Also das glaubt hier in Washington kein Mensch. Der NSA-Aussteiger Thomas Drake und ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter dieses Geheimdienstes haben unabhängig voneinander uns, der ARD Washington, bestätigt, dass sie das nicht für denkbar halten, dass Obama nichts davon wusste. Sie wissen genau, welche Top-Secret-Informationen dem Präsidenten jeden Tag auf den Tisch gelegt werden im Weißen Haus. Und sie sagen, es ist undenkbar, dass Barack Obama nichts gewusst habe von der Ausspähung so hochrangiger Regierungsmitglieder im Ausland wie Angela Merkel. Also nicht sehr glaubwürdig ist die eindeutige Antwort hier in Washington. Beeindruckt die Amerikaner eigentlich, dass sich die Deutschen über die NSA so aufregen? Nicht besonders. Die Deutschen, auch die Franzosen, überhaupt die Europäer, haben bei vielen Amerikanern den Ruf, naiv zu sein, ein wenig romantisch und einfach nicht realistisch bei der Einschätzung der Terrorgefahr. Darum geht es vielen Amerikanern. Und man muss wissen, dass die überwältigende Mehrheit der US-Bürger die Datenausspähung des NSA für unabdingbar hält im Kampf gegen den Terror und dann da auch hinnimmt, dass die Privatsphäre unter Umständen mal beeinträchtigt ist. Die Minderheit, die wir da heute gesehen haben bei der Demonstration, die sich da lautstark Luft gemacht hat, ist eben nur eine Minderheit hier im Land. Die meisten dulden die Übergriffe des Geheimdienstes stillschweigend und halten es eben für das notwendige Übel im Kampf gegen den Terror. Stefan Niemann aus Washington, vielen Dank. Was passiert, wenn sich die Politik immer mehr von der Wirklichkeit der Menschen entfernt? Die Tschechen haben heute bei den Parlamentswahlen nicht nur die konservative Regierung abgewatscht, sondern gleich die komplette Politikerkaste. Die Sozialdemokraten haben zwar die meisten Stimmen erhalten, aber der eigentliche Sieger dieser Wahl ist ein milliardenschwerer Unternehmer,
der Politiker für käufliche Stümper hält und versprochen hat, gegen die Korruption vorzugehen. Eine Versicherung, die erfahrungsgemäß bei den Wählern erst einmal sehr gut ankommt. Seine Protestpartei, Aktion unzufriedener Bürger, wurde zweitstärkste Kraft. Aus Prag berichtet Danko Handrik. Taxifahrer Pavel Perzinka kennt sich aus in Prag. Und bislang dachte er auch, die tschechische Politik zu verstehen. Zumindest die Grundsätze, wie er sagt. Die Politiker bei uns wollen sich einfach selbst die Taschen füllen. Das ist alles. Und an das Volk haben sie nie gedacht. Weil es wieder einmal eine Korruptionsaffäre gab, kam es zu den Neuwahlen. Und ein Multimilliardär ist der große Gewinner. Andrej Babiš warb einfach damit, nicht korrupt zu sein. Geld habe er genug. Den Staat will der Politikneuling führen wie eine Firma. Jeden fünften Wähler konnte er so überzeugen. Wir haben doch eines geschafft. Wir haben eine Regierung von Sozialdemokraten und Kommunisten verhindert. Und das ist doch ein Erfolg. Sein Erfolg stürzt die etablierten Parteien in eine Krise. Die rechtsliberale ODS stellte noch vor kurzem den Premier. Jetzt kam sie nur knapp ins Parlament. Die Sozialdemokraten haben zwar gewonnen, aber auch verloren. Für eine Koalition mit den Kommunisten reicht es nicht. Und wie man jetzt als stärkste Kraft überhaupt eine Regierung bilden will, ist ein Rätsel. Wir haben auf ein starkes Mandat der Wähler gehofft. Uns war die Gefahr bewusst, die jetzt ja auch eingetreten ist. Es wird ein zersplittertes Parlament geben und eine Regierungsbildung wird so sehr schwer. Sieben Parteien schafften es ins Parlament, eine bunte Mischung präsentiert das tschechische Fernsehen. Logische Koalitionen scheinen hier fast unmöglich. Milliardär Babiš ist das Zünglein an der Waage, doch er will bislang mit keinem koalieren. Taxifahrer Pavel Perzinka sagt, früher war es einfacher und nicht schön, jetzt ist es kompliziert, aber besser auch nicht. In Brasilien ist es am Rande von Protesten zu Ausschreitungen gekommen. Die Nachricht mit Judith Rakers. Demonstranten lieferten sich bei Protesten gegen soziale Missstände in Sao Paulo Auseinandersetzungen mit der Polizei. Gewaltbereite Teilnehmer beschädigten einen Busbahnhof, setzten Fahrzeuge in Brand und zerstörten Geldautomaten. Die Polizei nahm 60 Menschen fest. In Brasilien gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Demonstrationen gegen Preiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr und niedrige Lehrergehälter. Anlass für Proteste sind auch die Milliardenausgaben für die Fußballweltmeisterschaft 2014. In Taiwans Hauptstadt Taipeh haben zehntausende Menschen an der größten homosexuellen Parade Asiens teilgenommen. Die Gesellschaft in dem ostasiatischen Land gilt als eine der liberalsten auf dem Kontinent. Dennoch wird dort seit Jahren über eine mögliche Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe gestritten. In Kürze soll sich das Parlament erneut mit dem Thema befassen. Der Vulkan Ätna auf Sizilien ist erneut ausgebrochen. Der 3300 Meter hohe Berg auf der italienischen Insel spuckt Lava und gewaltige Aschewolken. Der Luftraum über der Stadt Catania musste kurzzeitig geschlossen werden. Der Ätna ist der aktivste Vulkan Europas. Der letzte große Ausbruch war im Jahr 1992. Die Autorin Sibylle Levitscharow hat in Darmstadt den renommierten Georg-Büchner-Preis erhalten. In der Begründung heißt es, die Romane der 59-Jährigen zeichne eine unerschöpfliche Beobachtungsenergie sowie ein erfrischend unfeierlicher Spielwitz aus. Bekannt wurde Levitscharow 1998 mit ihrer Erzählung über den verrückten Pong. Der Büchner-Preis wird von der Akademie für Sprache und Dichtung verliehen. Er gilt als die bedeutendste literarische Auszeichnung in Deutschland. Frauen am Steuer sind eine Gefahr für die Sicherheit und Stabilität des Landes. Was sich wie ein besonders schlechter Scherz aus einer Altherrenrunde anhört, ist die offizielle Sicht des Innenministeriums in Saudi-Arabien. Ein Land, in dem ausschließlich Männer bestimmen, wo es lang geht und Frauen tatsächlich keine Autos lenken dürfen. Um gegen dieses Verbot zu protestieren, wollten heute viele Frauen genau das tun, was sie im allerschlimmsten Fall sogar ins Gefängnis bringen kann. Volker Schwenk über die verschleierten Fahrerinnen und ihre für sie gefährliche Aktion. Das ist die Parkposition, das ist der Rückwärtsgang und das hier ist die Handbremse. Was sich anhört wie die erste Fahrstunde, ist eine politische Aktion. Frauen ans Steuer heißt sie. In Saudi-Arabien ist Frauen genau das verwehrt, sie bekommen keine Fahrerlaubnis. Für die Eierstöcke sei Autofahren schädlich, so eine von vielen absurden Begründungen, über die dieses Video sich lustig macht.
Es ist ein friedlicher und charmanter Protest. Lujain al-Hathloul kommt aus Riad. Frauen wie sie haben im Ausland fahren gelernt und wollen sich nicht mehr mit den starren Regeln ihrer Heimat abfinden. Die Männer, die uns das Autofahren verbieten wollen, sie tun uns Unrecht und sie unterdrücken uns. Weder das Gesetz noch die Religion haben etwas dagegen, dass Frauen am Steuer sitzen. Den Frauen am Steuer geht es nicht nur ums Autofahren. In Saudi-Arabien muss jede Frau einen männlichen Vormund haben. Ohne dessen Zustimmung darf sie nicht reisen, nicht studieren, keine Verträge abschließen. Es gibt doch heute schon Staus in Riad jeden Morgen, sagt er. Wenn jetzt auch noch die Frauen fahren, wie soll das werden? Wozu diese ganze Aktion, meint er? Frauen können doch mit dem Chauffeur zur Schule fahren und die Kinder abholen. Die brauchen doch gar keinen Führerschein. Die Aktion ist humorvoll, aber es geht um eine ernste Sache, um persönliche Freiheit. Und so wird jede Frau am Steuer zur Herausforderung für das ultrakonservative saudische Herrscherhaus. Willkommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga gab es heute nur ein Thema: das 143. Revierderby zwischen Schalke und Dortmund. Und Ocker Gundel, da geht es bekanntermaßen immer richtig zur Sache. Ja klar, alle Jahre wieder geht es schließlich um die Frage, wer ist die Nummer 1 im Pott? Heute war es ganz eindeutig Borussia Dortmund. 3:1 gewonnen auf Schalke, mehr Genugtuung bzw. mehr Demütigung gibt es kaum, sportlich gesehen. Aber so ein Derby hat natürlich mehrere Facetten. Von daher ist es einfach schade, dass der BVB-Triumph durch ein Störfeuer an Glanz verloren hat. Die eigenen Fans sorgten dafür, dass das Spiel erst 5 Minuten später angepfiffen werden konnte. Richtige Fußballanhänger machen so etwas nicht. Ein paar hundert Unverbesserliche in Schwarz-Gelb zünden Bengalos und Rauchbomben an, gefährden sogar BVB-Torwart Weidenfeller. Gefährliche Szenen, die Dortmunds Trainer auch nachher noch erschütterten. Das ist sehr traurig und ich habe mich in dem Moment einfach geschämt. Ja, ich verstehe das überhaupt nicht. Das waren so schreckliche Bilder. Und damit schadet man natürlich dem Verein. Ich weiß, dass aus der Gruppe, die dahin steht, dass da auch unglaublich viel Positives entsteht. Aber das ist nicht zu entschuldigen. Als es endlich losgeht, stellen die Dortmunder die technisch und taktisch bessere Mannschaft. Nach einer feinen Kombination bringt Aubameyang die Gäste schon nach 14 Minuten in Führung. Nach der ersten guten Angriffsaktion der Schalker und dem Foul von Subotic an Fuchs gibt es Elfmeter. Boateng scheitert an Weidenfeller. So bleibt es beim 0:1 zur Pause. Kurz nach dem Wiederanpfiff kommt Şahin frei zum Schuss. Das 2:0. Schalke scheint geschlagen, kämpft sich aber zurück. Und der kurz zuvor eingewechselte Max Meyer schafft den Anschlusstreffer. Eine Viertelstunde vor Schluss aber fällt die Vorentscheidung. Der starke Mkhitaryan bedient Błaszczykowski. So gewinnt der BVB das 143. Revierderby mit 3:1 und bekommt auch Anerkennung vom Gegner. Ja, wir müssen schon festhalten, dass Dortmund wirklich eine bärenstarke Mannschaft ist. Und das hat man heute auch gesehen. Diese Mannschaft macht der Borussia Spaß. Die sogenannten Fans aber müssen mit einem schmerzhaften Nachspiel rechnen. Ja, aber erstmal werden die sich ganz sicher auch über eine perfekte Woche freuen. Sieg in der Champions League und Sieg im Revierderby. Die gleiche Bilanz hat der FC Bayern München vorzuweisen. Nur, dass der Erfolg gegen Berlin heute deutlich emotionsloser war. Die Bayern feierten einen Arbeitssieg. Und 2 Super Marios waren sozusagen die Mitarbeiter des Tages. Die Marios haben zugeschlagen bei den Münchnern. Und zwar die eingewechselten Mandzukic und Götze, beide mit Köpfchen. Wobei, den ersten Kopfball setzt Herthas Ramos, und zwar in die Maschen des Bayern-Tores. Wir haben uns was ganz anderes vorgenommen, und das heißt, von Anfang an konzentriert zu spielen und den Gegner hier ins Spiel kommen lassen. Und das hat ja gut funktioniert bis zur 3. Minute. Ne? Mario Mandzukic kann noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich markieren. Pep Guardiola setzt dann weiter auf die Lufthoheit. Wieder der Kopf von Mandzukic. Sein 7. Bundesliga-Saisontor bringt die feldüberlegenen Münchner in Front. Götze, das kleine, große Kopfballungeheuer, überrascht dann alle mit dem 3:1. War wichtig für uns in der Situation. Wir haben dadurch die Führung ausgebaut. War natürlich ein bisschen glücklich, aber ich glaube, war mein 2. Kopfballtor. Am Ende wird es dann nochmal eng, denn die gut spielende Hertha kann durch Ben Hatira noch den 3:2 Anschlusstreffer erzielen. Dabei bleibt es ein Arbeitssieg für die Bayern mit den müden Beinen. Morgen haben sie trainingsfrei.
Ergebnisse: Leverkusen Augsburg 2:1, Hannover verliert gegen Hoffenheim 1:4, Mainz Braunschweig 2:0 und Wolfsburg schlägt Bremen 3:0. Bereits gestern trennten sich Stuttgart und Nürnberg 1:1. Morgen trifft dann noch Freiburg auf Hamburg und Mönchengladbach empfängt Frankfurt. Die Tabelle, das Trio mit München, Dortmund und Leverkusen rast der Konkurrenz davon. Berlin und Wolfsburg schon mit 10 Punkten Rückstand, dann Schalke und Stuttgart. Hannover führt die zweite Hälfte an, Augsburg auf Rang 14, in der Abstiegszone Nürnberg, Freiburg und Schlusslicht Braunschweig. Auch die Frauen haben heute Fußball gespielt. In der Qualifikation für die WM 2015 in Kanada hat die deutsche Nationalmannschaft mal wieder einen Kantersieg gefeiert. In Slowenien siegten sie mit 13:0 gegen einen völlig überforderten und nicht ganz austrainierten Gastgeber. In einer guten Frühform dagegen präsentierte sich Viktoria Rebensburg. Beim alpinen Weltcup-Auftakt in Sölden landete sie im Riesenslalom auf Platz 3. Der Sieg ging an die Schweizerin Lara Gut. Rebensburg hat sich damit gleich im ersten Saisonrennen für die Olympischen Spiele in Sotschi qualifiziert. Maria Höfel-Riesch dagegen schied heute im ersten Durchgang aus. Ja, und nur ein einziges Mal ausgeschieden in dieser Saison ist Sebastian Vettel, und zwar in Silverstone. Ansonsten dominiert er die Konkurrenz, wie er will, und hat sich heute schon in Position gebracht, um morgen zum 4. Mal in Folge Weltmeister zu werden. Beim Qualifying zum Großen Preis von Indien war er der Schnellste und dementsprechend tiefenentspannt. Momentaufnahme nach dem Qualifying, ein bestens gelaunter Sebastian Vettel. Kein Wunder. Denn er dominiert nicht nur alle Trainingssitzungen hier auf dem Bud International Circuit, sondern auch die Zeitenjagd. Am Ende liegt Sebastian Vettel über eine halbe Sekunde vor dem zweitplatzierten Nico Rosberg. Vettels letzter verbliebener WM-Konkurrent Fernando Alonso kommt sogar über Startplatz 8 nicht hinaus. Ja, im Moment läuft es sehr gut. Ich glaube, das ganze Team ist gut drauf. Und wir konzentrieren uns wirklich auf jeden einzelnen Schritt, auch wenn die Leute schon 5 Schritte weiterdenken. Sein nächster Schritt wäre, dieses Rennen hier in Indien zu gewinnen. Dann wäre er vorzeitig Formel-1-Weltmeister zum 4. Mal. Tja, und mit Glück hat der unmittelbar bevorstehende 4. WM-Titel von Sebastian Vettel definitiv nichts zu tun. Ganz anders ist das beim Lotto. Hier sind die Glückszahlen. Sie lauten 9, 18, 20, 22, 24, 25. Die Superzahl ist die 2 und diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Wenn Sie morgen früh aufstehen und zu den Menschen gehören sollten, die eine Kuckucksuhr oder eine Armbanduhr zum Aufziehen haben, dann stellt sich wieder die Frage, vor oder zurück? Die Antwort lautet zurück. Die Sommerzeit ist zu Ende und die Uhr wird heute Nacht um 3 Uhr wieder zurück auf 2 Uhr gestellt. Also wenn man so will, bekommen wir eine Stunde geschenkt, die uns aber ja zu Beginn der Sommerzeit geklaut wurde. Und damit kommen wir direkt zu der Frage, ob das Wetter auch mit der Zeit geht und der letzte Hauch Sommer ebenfalls beendet ist. Claudia Kleinert. Ja, Karin Mioska, muss ich eindeutig und kurz mit Ja beantworten, denn es wird jetzt so richtig herbstlich. Morgen und übermorgen mit Sturm und im Laufe der Woche dann auch mit herbstlichen Temperaturen. Mit der Sommerzeit geht auch das Sommerwetter, das wir heute zum Teil noch hatten. Dicke Wolken liegen jetzt schon auf dem Atlantik. Hier ein Tiefdruckgebiet, das, und Sie sehen hier diese Schauerstruktur. Die dazugehörigen Schauer werden morgen schon für Sturmböen und stürmische Böen sorgen. Und dann folgt ein weiteres Randtief und das bringt uns am Montag. Tagsturm. Und das heißt jetzt für den morgigen Tag schon in Zusammenhang mit Schauern und Gewittern morgen örtlich 70 bis 100 Kilometer pro Stunde Windböen, und zwar im Flachland auf den Bergen, wie zum Beispiel Harz oder Schwarzwald, sogar Orkanböen morgen schon. Und am Montag wird es dann noch stürmischer, dann nämlich vor allen Dingen an der Küste 120 bis 150 Kilometer pro Stunde in Böen. Im Flachland wird es dann insgesamt Sturm geben und auf den Bergen sogar um die 150 Kilometer pro Stunde Harz und im Schwarzwald 120 Kilometer pro Stunde. Also da pfeift es ganz ordentlich, Wälder und Ähnliches meiden, denn das kann dann auch schon mal Äste zu Fall bringen oder ganze Bäume.
Und es geht weiter mit Nass oder Nässe. Jetzt in der Nacht kommen zum Teil schon Schauer und Gewitter auf. Dann liegt so ein Band genau quer über Deutschland. Vor allen Dingen an den Westhängen des Schwarzwaldes kann es sehr stark regnen. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte zwischen meist 15 und 9 Grad. Morgen Vormittag immer noch das Wolkenband mit Regen von Baden-Württemberg rauf bis nach Sachsen. Dahinter erstmal Wetterberuhigung, bevor aus Westen neue Schauer und Gewitter kommen. Im Laufe des Nachmittags sind die dann eben mit zum Teil stürmischen Böen und Sturmböen verbunden. Nach Südosten kommt das Ganze dann auch langsam voran und von Berlin runter bis zur Lausitz am ehesten trocken. Temperaturen steigen morgen Nachmittag auf 17 bis 23 Grad. Der Wind dazu allein im Mittel schon kräftig und spürbar. Aus südwestlichen Richtungen im Mittel Windstärke 5 bis 6 an und auf der Nordsee sogar im Mittel Windstärke 7. Montag Sturm mit Orkanböen direkt an und auf der See. Am Dienstag Wetterberuhigung, aber deutlich kühler, gerade mal noch 13 bis 17 Grad. Und auf dem Temperaturniveau bleibt es dann auch die nächsten Tage. Also es wird herbstlich mit Sturm und mit Kühle nächste Woche. Trotzdem danke, Claudia Kleinert. Damit verabschieden wir uns für heute. Hier geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag. Die nächste Tagesschau meldet sich gegen 2 Uhr und wir sind morgen wieder da. Bis dahin.